Der Start- und Endpunkt bei einem Schwenk, das ist meistens das Schwierigste. Herzlich willkommen bei Tipps und Tricks. Mein Name ist Claudio Unternährer und wie euch das Gümmeli dabei kann helfen, zeige ich euch jetzt. Ich mache jetzt zuerst einen Schwenk von Hand und nachher dann das mit dem Gummi. So, ich starte hier von links nach rechts. Und vielleicht habt ihr gemerkt, der Anfang war nicht so schön, ein bisschen gewackelig, der Schluss wieder, je nachdem, ein bisschen retour. Und jetzt nehme ich den Gummi, die Ausgangsposition, tue den über meinen Handgriff und jetzt starte ich, indem ich leicht zugebe. Je weicher das der Gummi ist, desto einfacher und schöner kommt der Schwenk. Also Achtung! Ich kann ihn hier recht schnell ziehen. Und wenn ich jetzt loslasse, kommt er schön butterweich zum Stehen. So einfach ist das. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss zusammen.